Seid gegrüßt, meine geliebte Schwestern und Brüder. Herzlich willkommen zum neuen Video und danke, dass du oder sie oder er oder wie auch immer eingeschaltet habt. Genau. Jetzt ein bisschen Real Talk. Es ist wortwörtlich heute Montag. Es ist ein richtig schönes, geiles Wetter draußen. Und selbstverständlich ist es nämlich jetzt so, dass heute Niklas Geburtstag hat. Genau, richtig, Niklas hat heute Geburtstag und heute wird nochmal richtig die Kante gegeben. Wir werden, je nachdem, wir werden jetzt heute gucken, dass wir uns dann dementsprechend treffen. Wir werden dann noch ein bisschen ein paar Sachen vorbereiten und dann wird es ganz bezüglicherweise in dieser Hinsicht ein sehr schöner Tag. Auf jeden Fall, was ich noch unbedingt loswerden will, und zwar wortwörtlich, ich habe ein Haus zu verkaufen, Leute. Wortwörtlich, dumm wie sich das anhört, ich habe ein Haus zu verkaufen. Und zwar, das Haus habe ich schon in Facebook reingestellt und werde gucken, dass ich das irgendwie loskriege. Ich setze mal auf 55.000 Euro an für das komplette Haus in Frankreich, ja. Aber natürlich auch VB, wenn der eine oder andere Interesse daran hat, kann er sich sehr gerne unter diese E-Mail-Adresse melden. Ich freue mich schon, wenn du eventuell das vielleicht übernehmen könntest. Nichtsdestotrotz soll es hier in dem Video ja nicht um das Verkaufen von Häusern gehen, sondern es gibt jetzt, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das schon gesehen hat, aber es gibt selbstverständlich wieder was Neues bei Amazon. Deshalb bin ich wieder einer, der wieder hierher kommt. Und zwar, falls ihr das noch nicht gesehen habt, gibt es jetzt tatsächlich auch bei Amazon die Schnelltests. Und zwar, es fängt zwischen 15 Euro an. Es kommt immer drauf an, was ihr sucht, was ihr braucht. Ich verlinke euch meine Empfehlung zu diesen Schnelltests hier in dieser Beschreibung. Ansonsten, was gibt's Neues auf YouTube? Und zwar, Mimi hat jetzt demnächst die Gerichtsverhandlung. Da hat der eine und der andere ja selbstverständlich schon mal was mitbekommen. Und zwar, Mimi wurde sein Kanal gebannt, beziehungsweise gesperrt und komplett gelöscht. Selbstverständlich ist Mimi vor Gericht gezogen. Und bald ist es nämlich so, dass bald das Urteil dazu kommt, ob Mimi seinen Kanal zurückbekommt. Außerdem ist es ja noch so, dass viele andere YouTuber gerade auch dabei sind, gewisse Dinge zu tun, gewisse Dinge zu machen. Auch YouTube verändert sich immer mehr. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Es ist 8 Uhr morgens und ich bin immer noch nicht fit. Mir sieht es wahrscheinlich an, ich bin wieder so eine Leiche in der Kamera, aber das ist mir bezüglich eigentlich recht egal, denn mir geht es nicht darum, dass ich mich hier vor der Kamera mich ändere, sondern ich bin, wie ich bin, und so bin ich auch privat und so werde ich mich auch darstellen, selbstverständlich. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, ein bisschen der Real Talk ist einfach auch dazu da, um ein bisschen mit euch zu quatschen. Wie geht's euch? Was macht ihr? Wie geht's euch in diesem Lockdown? Ist es ja nicht so, nur so. Mich interessiert nicht nur, dass ich euch irgendein Produkt platziere oder irgendein Video mache, sondern mich interessiert auch, wie es dir oder sie oder er oder wie es euch da draußen geht. Deshalb kommentiert das gerne, wie es euch geht. Schreibt gerne unten in den Kommentar, wie es euch zurzeit im Lockdown geht. Und vielleicht kommen wir dann auch ein bisschen ins Gespräch. Ansonsten, was habe ich sonst noch so getrieben am Wochenende? Es war kein schönes Wetter am Wochenende. Ich habe ein bisschen meine Großeltern besucht. Ansonsten habe ich hier meine Wohnung mal ein bisschen auf Vordermann gebracht. Weil das vernachlässige ich manchmal echt. Tatsächlich, wenn ich allein bin, vernachlässige ich das. Das gebe ich auch zu. Viele oder andere, wo jetzt viel gucken, ja, um die mich auch privat kennen, die denken jetzt bestimmt, Junge, Junge, Junge. Aber das ist mir in Bezug weiße ganz bestimmt
Egal. Ansonsten, am Freitag bin ich tatsächlich zu meinen Großeltern gefahren, habe dort ein bisschen mit denen Zeit verbracht, weil ich Familie ist einfach mal wichtig. Und ansonsten war ich am Samstag, war von Freitag bis Sonntag bei denen, habe ein bisschen mit denen Zeit verbracht. Ansonsten bin ich dann am Sonntag wieder zurückgefahren nach Hause, habe meine Wohnung ein bisschen auf Vordermann gebracht. Und ansonsten war es das auch schon wieder. Das war es auch schon wieder. Dann am Abend habe ich dann noch ein bisschen Netflix und Chill geguckt. Und ja, und so schnell war es wieder am Montag. Jetzt sitze ich hier und mache für euch das Video. An einem Montag, genau. So. Wie gesagt, mir ging das jetzt hier nicht nur um irgendeine Scheiße zu quatschen, um ein Videomaterial zu haben, sondern mir ging es auch echt dahin, sozusagen mit euch zu kommunizieren. Weil zurzeit ist es so, dass ich ein bisschen weniger Videos hochlade, weil ich will mich nicht so dazu zwängen, irgendein Video hochzuladen, sondern ich möchte ein Video hochladen, wenn es auch was Neues gibt. Weil es langweilt euch doch komplett, Alter, wenn ich hier vor der Kamera sitze und jetzt irgendwie irgendwas irgendwo aus der Schnelle irgendein Content ziehe. Deswegen, ich bin der Meinung, dass wir gemeinsam auf diesem Kanal vieles bewirken können. Aber vieles braucht einfach seine Zeit und mir geht es natürlich selbstverständlich nicht darum, diesen nicht komplett zu pushen, sondern ich möchte, dass ihr mit mir zusammen diesen Kanal, ja, zum Erleben erwacht, so dass wir gemeinsam, nicht ich alleine oder ihr alleine, sondern dass wir gemeinsam vielleicht ein Großes bewirken können. Und wenn du ein Teil dabei sein möchtest, kannst du gerne den Kanal hier abonnieren. Ansonsten kannst du gerne auch Like da lassen. Ansonsten danke ich dir, dass du das Video angeguckt hast. Mir geht es einfach nur darum, auch Leute, tut ihr eigentlich auch YouTube oder irgendwie auf dieser Hinsicht verfolgen? Es gibt so viele Dinge. YouTube verblödet sogar selber langsam, habe ich das Gefühl. Mimi-Probleme, Adlerson-Probleme, jeder macht da Probleme. Und vor allem, was zurzeit auch gerade in war, Knossi hat ein Angelcamp, wieder ein neues Angelcamp sozusagen angefangen. Und zwar das Mittelalter-Camp. Ist es nicht ein geiles Ding? Ich glaube, da ist Manni Mark dabei. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es sogar. Und zwar Manni Mark ist dabei, Sido ist dabei, Knossi und Unsympathisch TV, und zwar Sascha Hellinger, der übrigens auch aus Stuttgart kommt. Grüße gehen raus. Oh Mann. Genau. Ansonsten, Leute, habe ich euch heute leider nicht mehr viel zu sagen, aber ich hoffe, es war ein bisschen durcheinander. Ich weiß, es ist noch morgens. Ich weiß halt nicht. Bei mir ist immer noch das Problem, ich rede erst, bevor ich denke. Und deshalb ist es manchmal durcheinander. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, sondern ihr nehmt es mit Humor, weil, ey, das ist so ein Ding, das muss ich unbedingt noch lernen. Aber wir kriegen das bestimmt gemeinsam noch hin, dass es besser funktioniert. Und genau, ich wünsche euch alles, alles Gute. Und wenn du abonniert hast, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Danke, ciao. Daumen, Daumen, Daumen.